Hallo und herzlich willkommen zurück bei Recollect. Ich bin's Ruby und wir spielen gerade Gone Home. Ja, wir haben jetzt schon einiges rausgefunden. Wir wissen immer noch nicht wirklich, was hier passiert ist. Also wir wissen einiges über die Lebensgeschichte, dass es den Eltern wohl nicht so gut ging, dass die nicht mehr so dicke miteinander waren, dass sich die Eltern nicht gut mit den Kindern verstanden haben. Wir waren selber in Europa. Und jetzt kommen wir wieder und alle sind weg. Dankeschön. Ja, und wir haben jetzt in Sams Schrank den Schlüssel zum Keller gefunden. Da wollen wir doch jetzt eigentlich nicht reingehen. Alter, wehe, diese scheiß Tür geht zu. Warum hängt diese... Warum gibt es nicht am Anfang eines jeden Raumes einen Lichtschalter? Ich meine, stellt euch mal vor, es ist stockduster, wie jetzt zum Beispiel, und man stürzt die Treppe runter, weil man sie nicht sieht. Weil man in seinem eigenen Haus ja auch nicht weiß, wo die Treppen sind. Krieg die Krise. Okay, es sieht aus, als wäre hier mal gestrichen worden, aber ziemlich schlecht. Mein Trinken ist auch alle. Herzlichen Glückwunsch. Krammel, 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 krammel. Und warum? Warum baut man nur hier eine einzige Lampe ein? Das macht alles keinen Sinn. Gut, ich bin ruhig. Papierrolle, Flick und Sieg. Warum sind hier so viele einzelne Lampen? Ich hasse es. Okay, ganz ruhig. Coole Aktenordner, yeah. Notiz lesen. Okay, mal ehrlich, zwei Teenager waren hier unten und haben gespielt. Dann kann ich das auch. Also nicht spielen, aber hier unten sein. Vielleicht auch spielen. Liebe Samantha, ich möchte Ihnen meinen herzlichen Dank für Ihre Einladung zum Thanksgiving mit Ihrer bezaubernden Familie in Ihrem Domizil bedanken. Ich habe die wohlschmeckenden Kartoffeln sehr genossen und obwohl es merkwürdig war, so lange Zeit mit deinen Eltern zu verbringen, war es auch spaßig zu sehen, wie schwierig es für deinen Vater ist, mehr als 30 Sekunden am Stück nicht komisch drauf zu sein. Sympathisch. Mit äußerst herzlichen Grüßen, Ihre enge Freundin und Vertraute Lonnie D. Lonnie D. Liebe Miss DeSoto, erlauben Sie mir die Gelegenheit zu ergreifen, mich bei Ihnen herzlich für die von Ihnen erhaltene Gastfreundschaft auf dem Anwesen Ihres Vaters nach dem zuvor genannten Mal mit meinen Eltern zu bedanken. Ich muss sagen, das Thanksgiving-Fest Ihrer Familie war das erfreulichere der beiden Veranstaltungen. Besonders schätze ich die Zeit, die ich mit Ihrer Großmutter verbracht habe. Eine wunderbare Frau mit einem gediegenen Geschmack und einem kultivierten Auftreten. Wir sollten das im nächsten Jahr zur selben Zeit wiederholen, wenn Sie möchten. Herzlichst, Madame Samantha L. Greenbrier. Ah, ja, ja. Wird gewesen, gerade. Ich. Hallo. Potato Chips. Da sind noch welche drin. Die sind bestimmt noch gut. Okay. Entschuldigung. Zeichnung ansehen. Oh, das ist schön. Ein kleines Mäuschen. It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around, well, you know. So you could say we're dating. But it's secret. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone or go home for the night, where it's just quiet and we're alone. We say I love you. No. Süß. Ach, ich mag diese Zettel, die machen einen ein bisschen weniger nervös, weil das so niedlich ist. Und jetzt weiß ich, dass uns nichts passieren wird hier. Weil das so niedlich ist. Gott. Boah, das sind viele Kisten. First.
Scheint so ein bisschen, als wären wir die, so das Glückskind, wollte ich gerade sagen. So die, ja, das Kind gewesen, dem die Eltern vertrauen, das halt die coolen Sachen gemacht hat, das super fähig ist in allem. Und unsere Schwester ein bisschen so die kleine Rebell, der, bei dem die Eltern nicht ganz so dulden, dass sie vielleicht nicht so, nicht so viel kann oder nicht so viel machen möchte. Oh Mann, eine meiner alten Arbeiten aus dem Sexualkundeunterricht. Oh. Der Fortpflanzungsapparat, Arbeitsblatt 6. Name Caitlin Greenbrier, 10.09.91. Unten stehen zwei Geschichten. Die Abfolge ist in beiden durcheinander geraten. Nimm dir ein Blatt. Das hatten wir doch schon mal, oder? Genau, das hatten wir doch schon mal. Dann mit der. Das ist doch genau diese Geschichte, die wir schon mal gelesen haben, aber dann in Kombination mit dieser super merkwürdigen Geschichte mit der Frau, mit der russischen, polnischen Frau? Polnischen. Mit ihrem Typen im Weltkrieg. Oh, sie hat auch so eins bekommen. K steht für kreativ, A steht für anmutig, E steht für intelligent, T steht für talentiert, L steht für lebensfroh, I steht für idealistisch, N steht für nett. Das ist ja nett. Süß. Mit einem Strand im Hintergrund. Schön. Was ist das? Ein Kratzer. Da, da, da. Hier war bestimmt jemand. Okay. Ein Ofen. Der läuft. Während keiner hier ist. Everett. Boah, ey, was für ein Keller. Ich krieg einen Kollaps. Seht ihr das? Ach nee, das war nur. Das ist nur, wenn ich mich bewege. Wo ist denn das nächste Licht, bitte? I don't like that. Sehr geehrte Samantha Greenbrier, herzlichen Glückwunsch. Sie wurden für den Schriftstellerkurs des Reed College Sommerprogramms 1995 zugelassen. Yay! Wir freuen uns außerdem, aufgrund Ihres Portfolios und Ihrer Schulakte Ihnen finanzielle Unterstützung zu gewähren, die 75% an aller anfallenden Gebühren deckt. Nett. Die beigefügten Dokumente enthalten Details über Ihren Stundenplan, optionale Zusatzkurse und den Ihnen zugewiesenen Wohnheimplatz. Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme am Sommerprogramm. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Das ist ziemlich cool. Nicht schlecht. I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing. And I was all making plans like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can. Ja, dieser Punkt im Leben, diese Punkte im Leben, in dem einem bewusst wird, dass man unterschiedliche Wege geht. Das ist nicht sehr schön. Diese kleinen Geschichten machen mir tatsächlich ein bisschen weniger Angst. Ah, ich sollte das Klopapier aus der Hand legen, wenn ich Lampe einschalten. Na also, geht doch. Wo warst du die ganze Zeit? Zeitungsausschnitt. Montag, 3. März 1959, Boone County Register. Jugend von Boone County erfreut sich über Getränkeautomat in Massans Apotheke. Juhu! Die Wangen der Schüler an der Goodfellow High School waren heute besonders rosig.
denn sie alle besuchten den heute neu in Betrieb genommenen Getränkeautomaten in der Apotheke von Oskar Marsan in der Innenstadt. Ah, der Marsan war doch der Knilch, der gestorben ist und unserem Vater alles hinterlassen hat. Nach monatelangen Renovierungsarbeiten gibt es nun unter anderem einen neuen Automaten, der Sprudelwasser mit Sirup in allen möglichen Geschmacksrichtungen mischt, sowie ein verglastes Eiscremefach, das die Herzen der Jugend höher schlagen lässt. Mr. Marsan, seit langem eine beliebte Institution in der Main Street, freute sich sicherlich über den großen Andrang junger Menschen. Mr. Marsan ist seit langem eine beliebte Institution. Das erste, was der Menge serviert wurde, war ein Schokoladeneisbecher. Tee, Terry Greenby, 8 Jahre alt, Lieblingsneffe von Mr. Marsan. Oh, ist ganz schön alt. Okay, das heißt, der Vater von uns, der nette Typ, war der Neffe von dem Marsan. Deshalb hat er auch alles geerbt. Opas Buch. Joyce, eine umfassende Erörterung. Dr. Richard Greenbrier, University of Oregon. Okay. Unser Opa hieß Richard? Vielleicht war da in dem Text vorhin oben über Rick, vielleicht war da irgendwas vertauscht worden. Da mochte den wohl jemand nicht so gerne. Englischprofessor. Kann ich verstehen. Nein, Quatsch. Koffer. Zettel ansehen. 14K Gold-Herzanhänger in 2 Hälften, individuell anpassbar durch bis zu 10 Zeichen. Namen, Daten, Initialien, was immer Sie sich erträumen können. Als Geschenk verpackt, importiert. L und S. Oh. Okay, das war aber, glaube ich, nur so ein Hey, wäre cool. Ich glaube nicht, dass ich... Wie alt war sie? 16? Älter? Ich glaube nicht, dass ich jemand in so jungen Jahren sowas leisten kann. Okay. Hier ist mein Klopapier. Sehr schön. Warum ist da Licht? Warum ist da Licht? Warum? Warum? Ganz gechillt. Aktenordner. Schon wieder. Und darunter liegt natürlich was. Noch ein Aktenordner. Wuhu! Liegt hier irgendwo... Ah ja, Ordner. Ich glaube, das ist Moms Einbürgerungskram. Ah. 20. Juli 1972 hat das Gericht befunden, dass Janice Elizabeth Connelly Greenbrier wohnhaft in Blub Avenue, Seattle, Washington, um permanenten Aufhalt in den Vereinigten Staaten bittet, allen zutreffenden Bestimmungen des Einbürgerungsgesetzes entsprochen hat und die Berechtigung besitzt, um Staatsbürgerschaft zu untersuchen. Ihm wird mit sofortiger Wirkung die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten von Amerika zuerkannt. Zur Beurkundung erfolgt die Siegelung durch das Gericht. Am 20. Juli 1972. Okay, also unsere Mom kam nicht aus USA, wie es scheint. Obwohl da Licht an ist, sieht das immer noch besser aus als das da. Hallo? Hey, hallo? Halt, Papier. Gut, dass hier jetzt kein Kackebaby drin rumliegt. Okay, Kissen. Hier hat jemand geschlafen.